Also Claretina de Ville Z haben wir gekauft wegen der Mutterlinie. Die ist die gleiche Mutterlinie wie Claretina de Jota. Das war ein Grand Prix-Pferd von mir, ein Ausnahmetalent. Und wir werden sie in die Zucht nehmen, weil gesprungen haben wir sie noch nicht groß. Sie bewegt schön, sie ist ein schönes Modell, ist elegant.